Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die GZSZ-Wochenvorschau ab dem 16. Juli 2018. So geht es bei GZSZ weiter. Maren verzweifelt an ihrer neuen Rolle als Single Mom, Felix und Laura setzten ihren Racheplan in die Tat um und Luis gerät ins Schussfeld von Brenda und ihrer Gang. Thomas Drechsel präsentiert euch die GZSZ-Wochenvorschau. Maren muss sich alleine durchschlagen. Maren, Barmona Rodekirchen, muss sich langsam an den Gedanken gewöhnen, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Sie vermisst Alex, Clemens Löhr, zwar schrecklich, erkennt aber schmerzlich, dass er nicht mehr bei ihr ist. Auf seine Unterstützung kann sie nicht mehr zählen. Beim Aufbau einer Wickelkommode für ihr Baby stößt sie schnell an ihre Grenzen und bricht weinend zusammen. Wie soll es nur mit ihr und ihrem Kind weitergehen? Felix und Laura kommen mit ihrer Charade durch. Felix, Tadeu Smeilinger, und Laura, Grüß an Tee Kawazi, setzen ihren Plan in die Tat um. Sie haben herausgefunden, dass Jogerna, Wolfgang Baro, sie über die Webcam beobachten. Nun wollen sie den Spieß umdrehen. Vor der Kamera inszenieren sie einen großen Streit. Jo glaubt nun, dass beide nicht mehr zusammenarbeiten und will diese Information für sich nutzen. Er ahnt nicht, dass Felix und Laura ihm einen Schritt voraus sind. Luis gerät in Brendas Schussfeld. Luis, Maximilian Braun, gerät mit seiner Mitschülerin Brenda, Annabella Zetsch, und ihrer Girlsgang immer wieder aneinander. In der Bahn bringen sie ihn dann in eine sehr peinliche Situation und stellen ihn öffentlich bloß. Luis fühlt sich ihnen ausgeliefert.